Marvin! Hör auf! Ich erinnere mich an einen schwarzen Raum nur. Echt? Guck mal von unten. Was ist das? Was geht ab, Mann? Shit. Leute, nächster Tag. Und ihr habt wieder viele Kommentare geschrieben wegen diesem Hinweis an meinem Rücken. Darauf gehen wir gleich ein, Leute. Da lesen wir gleich die Kommentare vor, die am meisten Daumen hoch hatten. Genau. Das werden wir dann machen. Aber Leute, unsere Betten kamen jetzt endlich an. Bam! Bam! Marvins Bett! Das ist meins. 2 Meter mal 2 Meter. Krankes Baba-Bett. Bam! Und jetzt gehen wir mal zu Kelvins. Bam! Bam! 2 Meter mal 2 Meter. Ja, Mann. Genug Platz zum Schlafen hier und... Ist coole krank. Lehne, ja. Coole Optik. Genau, mit noch Nachttischen. Genau, hier noch frische Nachttische, genau. Auch in den gleichen, in der gleichen Lampen Optik. Holen wir jetzt noch. Ja, Bettdecke müssen wir sogar auch noch holen. Ja, genau. Und TV und die Schränke kommen in 6 Tagen. Ah ja, die Schränke, Alter. Boah, hier ein fetter Kleiderschrank. Leute, ihr seht das Chaos, dann ist hier alles richtig verstaut. Das ist so ein 400 cm, also 4 Meter Schrank. Ja. Du hast auch einen 4 Meter Schrank. Ja. Also Leute, wird heftig werden. Okay Leute, wir gucken jetzt direkt mal in die Kommis, was hier die meisten Daumen hoch hat. Welche Hinweise? Okay, Schäffner Alina schreibt neue Info. Ich habe was entdeckt. 5:35 ist ein Pfeil am Baum geritzt. Gehen wir auf die Minutenzahl? Ja. Das ist echt ein Baum. Das ist echt was. Dieser Strichbaum sozusagen. Das, was auf meinem Rücken war. Ja, Mann, dieses Symbol. Okay, Sindex schreibt auch 5:35 stand das gleiche auf dem Baum wie auf seinem Rücken. Boah. Okay. Alter. Den Baum können wir auf jeden Fall abchecken. Den können wir mal abchecken, genau. Viele haben auch geschrieben, die Bäume... Okay, die Bäume auf meinem Rücken ist der Wald. Die Wellen, der Fluss. Ah, würde Sinn machen, ne? Genau. Da genau. Hat der Game Master angefangen mit euch zu spielen mit dem Tresor. Ach, da war echt ein Gewässer. Da war echt so ein Gewässer. Oh, das ist auch sehr gut. Ah, da können wir echt hingehen. Okay, wir haben jetzt schon 2 Orte, wo wir hingehen können. Also zu diesem Baum im Wald und zu diesem Gewässer am Anfang, wo wir den Tresor haben. Hier schreibt auch einer, Pyro schreibt, die Zeichnungen sind Baum, ja, der Wald, Wellen, der Fluss, der Anfang, wo alles begann. Also, macht auch Sinn, ja? Das macht echt Sinn, Mann. Skybase schreibt auch, am Anfang, wo ihr den Tresor gefunden habt, da war links der Fluss. Okay, krass. Der Wald links und der Fluss rechts, genau. Stimmt, stimmt. Alle liken. Doch, jetzt der Weg, wo okay. Ich überlege, das ist echt da. Was sollen wir denn zuerst angucken? Sollen wir jetzt den Baum oder den Fluss angucken? Der Fluss, weil die meisten gerade irgendwie Baum und Fluss schreiben. Ja, es war noch mehr Daumen hoch beim Fluss. Und das macht doch Sinn so. Das macht doch Sinn wegen den Wellen, ja. Ja, und der Anfang schon. Und der Anfang, genau. Dann gehen wir da zuerst hin, okay, Leute. Gehen wir zuerst dahin und dann, wenn da nichts ist, gehen wir zum Baum. Danke für die ganzen Tipps. Und jetzt geht's los, Mann. Leg auf. Lego. Leute, in der Zwischenzeit wollten wir euch noch eine geile App vorstellen. Plus, ihr könnt dieses iPhone XS mit 256 GB gewinnen. Bam. Und zwar geht es um die App Legendary Game of Heroes. Leute, ganz einfache Schritte, um dieses iPhone XS hier zu gewinnen. Einfach erster Link in der Beschreibung, die App downloaden, dann dieses Video hier liken und einen Kommentar schreiben. Ist egal, was ihr schreibt. Schreibt einfach einen Kommentar. Das sind die Bedingungen. Kern des Games ist es, Edelsteine zu verbinden und die Endgegner zu attackieren. Man startet im Story-Modus und im Verlauf des Spiels schaltet man neue Inhalte frei. Und ein ganz wichtiger Teil des Spiels sind die mit viel Liebe gestalteten Karten, vor allem wenn man Dark Fantasy mag. Und aus diesem Grund ist Legendary einzigartig und ein Muss für jeden, der Kartenspiele mag. Wenn ihr Fans von Magic The Gathering seid, werdet ihr das Spiel lieben. Außerdem gibt es die sogenannten Gadget-Packs im Spiel. So, wir machen jetzt mal ein Pack auf und zeigen euch, wie das funktioniert. Und zwar hier, zack. Okay, das kostet 500 Diamanten, wir haben 20.000, easy. Easy. Und ja, easy. Wir haben Chance auf 6 Sterne Held. Wir öffnen mal. Und was kriegen wir? Was kommt raus? Ja. Komm schon, achso, bam, bam, bam. So, was haben wir denn? Wir haben 4 Sterne Held, okay. Und? Nicht schlecht. Ja. Nika the Sly. Was haben wir hier noch? Ein paar Booster, ja. 3000 Gold haben wir noch. Neue Ausdauer, damit wir mehr kämpfen können und Gold bekommen, nicht schlecht. Ein weiterer geiler Aspekt in dem Spiel ist, man kann Gilden gründen oder einer Gilde beitreten. So könnt ihr mit Freunden spielen und die Bosse bekämpfen. Seit 2 Jahren gibt es auch coole wöchentliche Events, bei denen ihr alleine oder mit der Gilde antreten könnt, um in der Rangliste aufzusteigen. Übrigens, das Spiel ist natürlich auch kostenlos und der Download-Link ist direkt der erste Link in der Beschreibung. Yes, ladet euch runter und denkt an das Gewinnspiel, Leute. Viel Glück. Viel Glück, Mann. Okay, jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Und Leute, das Gewinnspiel wird nach einer Woche aufgelöst. Also nach einer Woche steht hier im Video in der Beschreibung der Gewinner. Und in den Kommentaren pinnen wir das nochmal an. Ganz oben steht dann der Gewinner. Genau. In genau einer Woche, Leute. Ja. Der Gewinner wird dann über YouTube kontaktiert. Genau, deswegen checkt dann eure Nachrichten ab, wenn ihr mitgemacht habt, nach einer Woche. Genau, und dann wünschen wir euch viel Glück, das iPhone zu gewinnen. Yes. Viel Glück, Mann. So, Leute, wir sind jetzt hier wieder in dem Waldgebiet, genau. Wo alles begann, wo wir den Tresor gefunden haben. Genau, hier links in dem Wald haben wir den Tresor gefunden. Also ganz genau. Durch und dann richtig. Links. Ja, Mann, ey. Und das, ganz,
Hier ist der Fluss rechts und der ist richtig hoch. Der ist irgendwie höher als sonst. Richtig Hochwasser heute. Ja. Keine Ahnung, was hier abgeht. Vielleicht wegen regnerischen Tagen oder genau, so. Genau, da hinten ist dieser Damm oder was auch immer das genau sein soll. Das ist ja schon krass, hier fängt alles an. Guck mal, was abgegangen ist. Der verfolgt uns die ganze Zeit, ey, wie ein Fluch. Echt krank, Mann. Der klebt uns echt. Alles begonnen. Ja, man hat alles begonnen. Ah, hier kann man noch mal zeigen, der Fluss ist total hoch, ey. Ja. Boah. Alter, das ist aber echt hoch. Ich glaube, ich wegen den regnerischen Tagen, oder woran liegt das? Ja, es, jeden Tag ist hier am Regnen, außer jetzt heute, mal ein Wunder. Ja, man, ist echt eine Ausnahmezustand schon. Okay. Genau, würde ich auch mal sagen. Hier links dachten einmal welche, da wäre der Game Master. Ja, Mann, als wir schon mal die Kamera genau so zu uns gedreht hatten, haben viele gedacht, im Hintergrund wäre irgendwas, wäre der Game Master, weil da ist echt was Weißes. Können wir mal kurz zeigen. Da haben wir auch gedacht, oh shit, war das der Game Master? Aber manchmal sind es auch andere Sachen. Und zwar, richtig komisch, hier ist so ein Stück weiß angestrichen. Sieht so wie angestrichen aus. Ah, nee, das ist ein Pilz, Alter. Boah, voll der, also so wie so ein Pilz oder was soll das sein? Ah, verschimmelt oder so. Sieht richtig komisch aus. Ja. Genau, also cool, dass ihr immer so Füchse seid, also das ist gar nicht aufgefallen. Ja. Auch beruhigend zu sehen, dass das jetzt nicht der Game Master war. Kann sein, dass er uns jetzt beobachtet gerade, aber wir wissen halt nicht genau wo der ist. Ne? Und danke, dass ihr immer so aktiv seid. Ja, Mann. Weil so entgeht uns nichts, wenn ihr auch mitmacht, Leute. Jetzt sehe ich irgendwie noch nichts. Nee, ich auch nicht, Mann. Auffälliges hier. Ich gucke auch ganz nach Zeichen. Dann wahrscheinlich hier oder so. Ach so, da vorne so? Ja. Halt auf jeden Fall die Augen offen. Alles so, abchecken. Mitten im Wasser oben, oder so. Ja, auch mal am Wasser gucken, ey. Das ist schon crazy drauf, Alter. Das könnte überall sein. Boah, da waren gerade zwei Jungs, die haben mich, glaube ich, gerade mies eingebufft. Ja, ja? Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja. Ja, hier waren wir letztes Mal, das ist ja. Da sind wir reingegangen. Genau. Und da war der Tresor, da haben wir den Tresor gefunden. Vielleicht müssen wir auch da hin. Ja, ich gucke da auf jeden Fall auch gleich nochmal nach. Check alles ab. Check den Zaun ab. Ja, hier ist ein Zaun. Das ist eine Abtrennung. Ja. Und jetzt geht's ein bisschen aufpassen. Pass auf, verrutsch ich. Okay, hier ist noch Wasser. Ja. Schluss. Mehr Bier, Junge. Okay, da hinten waren wir wegen dem Tresor. Meinst du da nochmal nachschauen? Warte. Was? Ja. Also eine Flasche oder was ist das? Hä? Ist das jetzt eine random Flasche oder ist da echt was drin? Komm. Alter, pass auf. Ist festgebunden sogar. Ist das hier mit von? Oh ja. Alter, hol das. Ja. Gott. Ey, oh mein Gott. Das ist safe ein Hinweis. Niemals. Da ist ein Zettel drin. Das ist ein Hinweis, Digga. Ja. Alter, einfach hier so ein Wasser. Krass. Der Sack, ey. Mach auf. Okay. Jetzt ohne Schere, oder? So. Ah. Alter. Flaschenpost. Ja, Mann. Leute. Ey, mach auf. Geht das? Nicht, dass wieder ein Rätsel ist mit Schloss oder so. Ah, oh. Irgendwie sollen wir das jetzt rausbekommen? Oh shit. Soll das aufschlagen oder was? Ach, geht so. Boah, zum Glück, oder? Boah. Ja, ja, oder? Zieh, zieh, ja, zieh. Ja. Nice. Oh mein Gott, was steht da drin? Was ist das? Ich krieg das nicht ganz festgeklebt, okay. Okay. Steht das hier vor. Ihr habt die Chance, mich zu treffen. Okay? Alter. Unter einer Bedingung. Ihr bringt mir jeweils einen Fingernagel und ein Haar von euch mit. Was? Wenn damit einverstanden seid, schreibt mir auf WhatsApp. Kann der kein Deutsch oder was? Den Smiley soll man auf WhatsApp schreiben, wenn wir damit einverstanden sind. Ein Fingernagel und ein Haar. Das klingt irgendwie richtig merkwürdig, ne? Was will der damit? Hey, das klingt voll random, warum? Leute, wenn ihr irgendeine Ahnung habt, was der von uns will damit, nicht, dass wir uns die Scheiße reiten, wir müssen uns gut überlegen. Ja. Was will der mit einem Fingernagel und einem Haar, Alter? Leute, erstmal Daumen hoch, sollen wir uns mit dem treffen? Also Daumen hoch, wenn wir uns mit dem treffen sollen. Ja. Ihr wollten den ja schon die Maske abziehen eigentlich. Aber was hat der vor mit einem Fingernagel und einem Haar von uns? Das macht mich wieder so stutzig ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen creepy. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn wir uns mit dem treffen sollen. Ja. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was er damit will. Ist das irgend so... Ach, keine Ahnung. Okay, also wenn ihr wollt, dass wir... Ja, wenn wir uns mit dem treffen sollen, sollen wir den diesen Teufelsmiley hier schicken auf WhatsApp. Ja. Also ihr entscheidet, sollen wir uns mit dem treffen oder nicht. Gebt einen Daumen hoch. Ja. Wenn es viele Daumen hoch gibt, dann treffen wir uns mit dem. Genau. Und wenn ihr was dazu wisst, zu den Hinweisen, Fingernagel und Haar. Genau. Schreibt auch in die Kommis, was will der damit, Mann? Scheiße, okay. Ja, Mann.
Dann würde ich sagen, ja, ihr entscheidet, Leute, und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, Mann. Peace. Ciao.